Es war eine von diesen Routine-Hollywood-Partys. Aus Anlass einer Film- oder Fernsehpremiere oder am Vorabend einer Preisverleihung, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls schleppte sich der Abend so dahin, es war schon nach Mitternacht, aber ich konnte noch nicht abhauen, denn meine liebe Frau war immer noch mit ihren beiden Leuten ins Gespräch vertieft. Also schlenderte ich durchs Hotel und sah zufällig in einem Nebenzimmer einen Konzertflügel. Und weil ich müde war und gelangweilt und allein, setzte ich mich hin und spielte einen Blues. In C, denn einen anderen kann ich nicht. Nach einer Weile ging die Tür auf und ich sehe im Halbdunkel einen Mann auf mich zukommen und denke, aha, jetzt werde ich hieraus komplimentiert. Aber der Mann stellte sich neben mich und sagte, das finde ich viel besser als das blöde Geschwätz von nebenan. Mir war das etwas peinlich, denn ich bin nun wirklich kein großartiger Klavierspieler. Aber der Mann sagte, please, keep on playing. Das war meine erste Begegnung mit Alan Parker. Alan Parker. Ich hatte ihn damals offenbar mit meinem mitternächtlichen Blues angelockt. Und das brachte mich jetzt auf die Idee, seine Filme, anders als in den üblichen Nachrufen, vom Gesichtspunkt der Musik aus zu erwähnen. Denn ich finde, Musik ist das verbindende Element in seinen ansonsten unglaublich unterschiedlichen Filmen. Schon sein erster Spielfilm, Bugsy Malone, den er auch selbst geschrieben hat, war ein Musical. Und zwar ein sehr eigenwilliges. Eine Gangsterparodie, ausschließlich gespielt von Kindern, darunter die 14-jährige Jodie Foster. Der von Oliver Stone geschriebene Film 12 Uhr nachts, Midnight Express, verdankt seinen Erfolg auch der Musik von Giorgio Moroder. Der Musikfilm Fame, Der Weg zum Ruhm, folgte ein Highschool-Musical-Drama und die Musik wurde auch als Album sehr erfolgreich. Dann kam die visuelle Umsetzung von Pink Floyds The Wall. Und hier ging es natürlich nicht darum, Musik zu einem Film zu machen, sondern umgekehrt einen Film zur Musik. Das war ein Versuch, den Alan Parker später als nicht hundertprozentig befriedigend bezeichnete. We don't need no education. We don't need no thought control. In The Commitments geht es ausschließlich ums Musik machen, um den grotesken Drive, um den fast rührenden Optimismus von jungen Leuten in Dublin, die Soul-Musik machen wollen, um auf diese Weise aus ihrem ziemlich tristen Dasein herauszubrechen. Das Musical Evita folgte mit Madonna und mit Antonio Banderas, mit Musik von Andrew Lloyd Webber. Wir haben von der Hollywood Foreign Press dem Film 3 Golden Globes gegeben, einen für das beste Musical, dann für den besten Song und einen Golden Globe für Madonna. Were there stars in your eyes when you crawled in at night? From the bars, from the sidewalks, from the gutter theatrical. Don't look down, it's a long, long way to fall. Für Angel's Ashes, die Asche meiner Mutter, holte sich Alan Parker den Großmeister der Filmkomposition, nämlich John Williams, und der holte sich prompt eine Oscar-Nominierung dafür. In Shoot the Moon setzte er sich gegen den Druck der Produktion ein, indem er Songs von den Stones und von Bob Seger einsetzte, aus persönlichen Gründen. Welche Gründe das sind, weiß ich nicht. In Angel Heart sucht ein Privatdetektiv namens Harry Angel im Auftrag eines mysteriösen Geldgebers nach einem verschollenen Sänger namens Johnny Favorite. Durch die ständig intensivere, ständig zunehmende Klaustrophobie des Films zieht sich ein Leitmotiv, eine Melodie, die kann man eigentlich nur als hypnotisch bezeichnen. Do you by chance remember the name Johnny Favorite? My interest is only in finding out if he's alive or if he's
dead. You want me to check it out? Angel Heart ist meiner Meinung nach einer der besten Filme im Genre des psychologischen Horrors. Eine Mischung aus Raymond Chandler und Exorcist, hat jemand mal den Film kommentiert. Mickey Rourke als Harry Angel fühlte sich herausgefordert von seinem Gegenspieler Robert De Niro und brachte seine beste Leistung, wie ich finde, also besser oder zumindest genauso gut wie in The Wrestler, für den Mickey Rourke eine Oscar-Nominierung erhielt. Drei Parker-Filme, Angel Heart und das sozialpolitische Südstaaten-Drama Mississippi Burning und die Commitments. Diese drei gehören in meinem Ranking zur Top-Liste meiner All-Time-Favoriten. Birdie mit den ganz jungen, fantastischen Nicolas Cage und Matthew Modine mochte ich auch sehr. Aber einige seiner Filme leiden unter einer Schwäche, die eigentlich überraschend ist. Denn als junger britischer Filmemacher hatte Alan Parker nur ein Ziel vor Augen, nämlich Hollywood. Und dieses Ziel schaffte er auch. Aber dabei übersah er eine uralte Regel von Hollywood, die Samuel Goldwyn zugeschrieben wird. Der sagte angeblich einmal zu einem Drehbuchautor: "All I want is a story. If you have a message, call Western Union." Was sinngemäß bedeutet, nur die Story zählt. Wenn du der Welt ein persönliches Anliegen mitteilen willst, dann nutze den Telegrafendienst, aber nicht deinen Film. Daran hat sich Alan Parker nicht immer gehalten. In Mississippi Burning wollte er den Rassismus anprangern, damit hatte er Erfolg. Aber bei anderen klappte es weniger. Komm und sieh das Paradies. Da ging es um die Internierung von US-Bürgern japanischer Abstammung nach Pearl Harbor. Dann das Leben des David Gale, da ging es um die Todesstrafe. Willkommen in Wellville, da ging es um die Exzesse der Fitnessindustrie. Oder die Asche meiner Mutter, da ging es um das Leiden der irischen Unterklasse. Dieses Thema ist ihm offensichtlich sehr, sehr wichtig, denn er selbst wuchs auf an den unteren Sprossen der sozialen Leiter. Nach seinem Abschluss der High School bekam er zufällig einen Job in einer Werbeagentur, aber er arbeitete sich hoch, lernte das Handwerk, fing an, selbst Werbespots zu kreieren und schließlich durfte er nach ungefähr 12 Jahren Arbeit in dieser Werbeagentur, durfte er selbst TV-Commercials drehen. Ich habe ihn einmal in einem Interview gefragt, warum eigentlich so viele seiner britischen Altersgenossen über Werbung zum Film kamen, wie die Brüder Ridley und Tony Scott oder Hugh Hudson oder Adrian Lyne. Weil es damals keine britische Filmindustrie gab, sagte er. Werbespots waren die einzige Möglichkeit, das Filmgeschäft zu erlernen und ins Filmgeschäft einzusteigen. Auch deshalb sein Drang nach Hollywood. Und auch deshalb später sein intensiver Einsatz für die britische Filmindustrie und daraus folgend seine Würdigung als Sir Alan Parker. Ich fand Alan Parker sehr, sehr sympathisch. Er war einer der Menschen, die sehr, sehr hoch steigen, aber mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Jetzt ist er nach einer langen Krankheit gestorben. Als ich davon hörte, habe ich einen Blues für ihn gespielt. In C, weil ich keinen anderen kann. See you next time.